Grüß miteinander, willkommen zur weiteren Ausgabe von unserer Rubrik und Sendung One on One. Heute haben wir eine Frau zu Gast und man darf sagen, sie ist das Gesicht und vielleicht auch das Hockeyschätzchen von der Nation vom Frauenhockey. Willkommen, Florence Schelling. Danke. Bin ich jetzt nachtreten? Nein. Hockeyschätzchen von der Nation, bist du schon ein bisschen, oder? Nein, ich glaube nicht mehr so, nein. Nicht mehr so? Nein, jetzt ist schon, bin ich schon fast 2 Jahre nicht mehr in der Schweiz. Es geht einmal schnell. Aus der Sicht, aus dem... Das stimmt. Ich habe mir als erste Frage aufgeschrieben, Florence, und sonst so? Alles gut. alles gut, du hast gesagt, es ist ein bisschen ruhiger geworden um dich, seit du nicht mehr in Bülach spielst. Ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Nazi ist dann wieder das Thema, weil es eine Medaille gibt. Nehme ich mal an. Stört dich das ein bisschen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin da eigentlich zurück zu dem, was ich eigentlich vorher immer hatte. Und das passt mir eigentlich sehr gut. Also ich bin froh, dass ich da nicht mehr tagtäglich in den Medien bin. Dass ich jetzt eigentlich wieder kann das machen kann, was ich vorher schon immer gemacht hatte. Aber wenn man die auf den sozialen Medien ein bisschen verfolgt, hat man das Gefühl, die Frau ist immer auf Achse. Gehst du mit Vollgas durchs Leben? Immer. Sicher? Ja, ich bin jemand, ich kann es nicht gerne, wenn mir langweilig ist. Also wenn ich sehe, irgendwo könnte es mir mal langweilig werden, dann mache ich dort dann eigentlich ein Programm. Darum gehst du dann auch Hockey schauen, zum Beispiel, wenn man so das Gefühl hat, vielleicht mal es gar nicht mehr gesehen. Du warst das Wochenende in Biel. Genau. Swiss Eishockey Challenge. Genau. Musst du das machen oder machst du es freiwillig? Nein, also ich bin angefragt worden. Also das war einerseits Hockey schauen, andererseits haben wir dort einen Promotionsstand gehabt, für unser Olympia-Qualifikationsturnier im Februar, das in Arosa stattfindet. Und dann haben wir dort so ein Hütteli gehabt, wo wir dann da Tickets verlost haben und so Sachen, Autogramm verteilt haben und so. Also es war auch Teil Promotion, Teil Hockey schauen. Hockey schauen. Hockey spielst du eben nicht mehr in der Schweiz. Du bist die zweite Saison in Linköping in Schweden. Aktuell bist du verletzt, hat man verfolgen auf den sozialen Medien. Innenbandriss und das Kreuzband ist tangiert, hast du mir gesagt. Genau. Wie weit bist du mit der Reha? Ich bin jetzt bei 2 Monaten und 3 Wochen. Seit morgen. So einschneidend ist es. So Nerven tut sie, dass du auf den Tag genau weißt. Genau, es ist mir extrem langweilig. Also es ist, Rehabilitation ist ein sehr langweiliger Prozess. Einsam auch? Nein, einsam nicht unbedingt. Ich habe da mit meinen Physiotherapeuten und alles und habe ich eigentlich relativ viel zu tun und viel Kontakt. Aber es ist halt einfach, ja, meine Mannschaft fehlt mir da in dem Sinn. In dem Sinn ist es einsam, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es mir extrem langweilig. Aber Reha ist ja nicht 8 Stunden pro Tag, oder? Reha ist extrem lang. Also es ist jetzt speziell für mich, jetzt, wo ich verletzt bin, brauche ich eigentlich noch mehr Zeit fürs Eishockey, als wo ich fit war und einfach können mein Training machen konnte. Und dann am Wochenende spielen oder so. Jetzt ist es einfach, der ganze Morgen ist bei mir eigentlich weg, indem ich muss Physiotherapie machen, das Training muss machen und dann jetzt, wo ich wirklich langsam zurückkomme, wieder kann aufs Eis gehen, dann kommt dann das dazu oder dann habe ich meine Physio und mein Training, dann muss ich aufs Eis gehen und dann muss ich noch andere Sachen machen und es wird immer mehr. Und jetzt, ich sage jetzt mal, schlussendlich habe ich jetzt da sicher 6 Stunden am Tag, wenn nicht sogar mehr, wo ich mich jetzt eigentlich da um mein Knie muss kümmern. Du merkst, wie sehr ich als fitte Hockeyspielerin ein schönes Leben ist. Ja, absolut. Mehr Freizeit, ja. Nimm ich mal. Ja. Nimm mal. Als ich letzte Woche, Ende Woche, gesehen, dass du nach Schweden fliegst, dachte ich, meine Güte, die hat meinen Intro-Termin vergessen natürlich. Aber du bist nach Schweden geflogen, weil du an der Uni eine Prüfung ablegen musst. Genau. Ich habe jetzt im August mit meinem Masterstudium angefangen in Linköping. Wo es dir langweilig ist? Nein, langweilig ist es mir dort nicht. Ich habe vorher dort gearbeitet. Also es ist mir dort definitiv nicht langweilig geworden. Aber ich habe mir eigentlich immer wollen, also nach dem Bachelor habe ich mir gesagt, ich will unbedingt noch das Masterstudium machen. Und ich habe jetzt echt da die Option gesehen, dass ich das könnte machen. Und habe jetzt im August angefangen. Und ja, ist jetzt eigentlich gut gegangen, bis auf die Prüfung, wo ich danach, also bis auf meine Verletzung, wo ich danach zurück in die Schweiz gekommen bin. Und jetzt musste ich eben zurückgehen, um Prüfungen zu machen.
Die Vorlesungen, die du per Skype hast mitverfolgt, und Prüfungen, wie leist du die ab? In Englisch oder schon auf Schwedisch? Das ist alles auf Englisch. Mein Schwedisch ist noch nicht so gut, dass ich das könnte. Aber also, das lässt dich, glaube ich, durch, oder? Ja. Ich habe relativ schnell Schwedisch gelernt. Also für mich ist jetzt Schwedisch nicht die schwierigste Sprache. Speziell, wenn man Deutsch und Englisch kann, dann kommt einem das ein bisschen einfacher rein. Und ich glaube, die Schweizer haben so ein bisschen das Flair, habe ich auch schon gehört. So, halt so und so Zeug ist uns nicht so fremd, oder? Ja, also ich glaube definitiv, dass wir da als Schweizer einen riesen Vorteil haben, zum Schwedisch zu lernen. Liegt der, wenn das Wirtschaftsstudium jetzt noch den Master machst, liegt der vielleicht die Zukunft von dir? Bist du einer, der sagt, das Hockeyleben, das habe ich jetzt, das habe ich noch ein paar schöne Jahre. Als Goalie kannst du auch spielen, bis die Pension fährst. Und dann mache ich etwas anderes. Ja, also... Könntest du dir das vorstellen? Für mich war es schon immer, dass das Eishockey eigentlich ein Hobby ist. Weil ich habe schon immer gewusst, ich werde mit dem Eishockey nicht können mein Leben verdienen. In Schweden auch nicht? In Schweden auch nicht. Also ich habe dort einen Lohn und alles. Aber es reicht jetzt nicht, dass ich... Also, es könnte wahrscheinlich schon lange, aber dann müsste ich auf alles, was mir Spass macht, noch verzichten. Und das will ich eigentlich nicht. Und durch das habe ich, ich habe schon immer gewusst, eben, das Eishockey ist eigentlich ein Hobby. Und darum ist mir eigentlich auch schon immer die Schule, die ich gemacht habe, dann das Studium, das ich gemacht habe, und auch das Arbeiten, das ich immer mache neben dem Eishockey, das ist bei mir eigentlich fast im Vordergrund. Und dann das Eishockey sekundär, weil ich dann halt weiss, irgendwann werde ich nicht mehr Hockey spielen können und dann muss ich dann sowieso in die Berufswelt einsteigen. Und wenn es sich als Trainerin oder könntest du dir so vorstellen, im Hockey zu bleiben? Oder ist das für eine Frau auch in den nächsten paar Jahren unglaublich schwierig? Nein, also ich glaube, das ist auf jeden Fall die Option, die ist sicher da. Aber ich sage jetzt mal, ich sehe mich jetzt noch selber immer noch als Spielerin. Und darum denke ich eigentlich gar noch nicht gross über das nach. Mhm. Ich glaube, wenn ich dann näher bin, am Aufhören Hockey spielen. Am Altwerden, musst du sagen. Nein, dann könnte ich mir das dann eher vorstellen, dass ich mir dann darüber dann auch Gedanken mache, ob ich noch weiterhin im Hockey tätig sein will oder ob ich dann da eine komplett andere Schiene einfahre oder dann auch vielleicht beides kann kombinieren. Beides wäre natürlich auch möglich. Ja. Ja, den Vertrag hast du verlängert, bis 17 läuft der. Letztes Jahr seid ihr Zweiter geworden, sind wir dann schon. Meistertitel wäre das Ziel. Und dann, wie geht es weiter? Durch das, dass ich mein Studium jetzt angefangen habe, das Studium geht 2 Jahre. Und voilà. ich habe schon mündlich eigentlich für nächstes Jahr auch schon zugesagt, ja. Und er ist im Frühling natürlich noch ein Grossturnier, das wartet, die Weltmeisterschaft in Amerika. Ich könnte mir vorstellen, in Amerika Weltmeisterschaften, das dürfte doch ein bisschen speziell sein für dich, der dort gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die letzte Weltmeisterschaft, die wir gespielt haben, war in Burlington im 2012 und dort haben wir eine Bronzemedaille geholt. Darum sind das eigentlich immer schöne Erinnerungen, wo ich zurückdenke, einerseits an die Bronzemedaille und dann natürlich auch an meine 5 Jahre, die ich in den USA selber gelebt habe. Was liegt drinnen für die Schweizer Frauen-Nazi? An der Weltmeisterschaft, ich sage immer, wir haben jetzt, unser Ziel ist natürlich, eine Medaille zu gewinnen. Wir sind aber dieses Jahr wieder in der zweiten Gruppe, also in der Gruppe, wo es ein bisschen schwieriger wird, um an die Medaille herzukommen. Aber ich sage mir, für mich persönlich, ich tue mir lieber ein Ziel setzen, das zu hoch ist, als eins, das zu wenig hoch ist, weil ich bin dann dadurch mehr motiviert. Und wenn man natürlich so hoch dekoriert ist wie du, von Grossanlässen Medaillen hast, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, also ohne Heimgehen, es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, aber ohne Heimgehen scheisst einfach an. Also selbstverständlich ist es definitiv nicht. Und anscheissen würde ich jetzt auch gerade nicht sagen. Klar, es ist schön. Wir haben es ja auch schon gemacht. Also wir haben einerseits eben an der Weltmeisterschaft schon Bronzemedaillen geholt, plus dann noch an den Olympischen Spielen. Aber also selbstverständlich ist es nicht. Und dass wir das nicht jedes Jahr erreichen, das müssen wir auch einsehen. Aber es wäre langweilig. Und langweilig, das siehst du natürlich. Nur, dass ich habe noch Sätze aufgeschrieben, die ich gerne hätte, dass du die beenden. Das Schlimmste an Weihnachten ist? Wenn es keinen Schnee hat.
Wie verbringst du Weihnachten? Mit der Familie. Sagen alle. Geschenke und so, schön essen. Ja. Wie sieht das bei Schellings daheim aus? Wird nur über Hockey geredet? Nein, deinem... überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also Hockey-Thema ist verboten? Nein, verboten ist es nicht, aber ich glaube, es passiert sonst genug in der Welt, dass man nicht nur muss über sein Hockey reden muss. Was wir Schweizer von den Schweden sollten übernehmen sollten, ist? Ein bisschen lockerer sein. In Schweden, die haben so eine Kaffeetrinkerkultur. Mhm. wo so eine dann, Wohlfühlkultur, ja, gell? Ja, also es ist extrem wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man arbeiten tut, dass man am 9 Uhr, da machen eigentlich fast alle Pausen und dann hat man dort so einen Gemeinschaftsraum und dann sitzen einfach alle dort drin, es wird ein bisschen gekäfelt, es wird untereinander geredet und so und das ist ganz schön und angenehm und das Gleiche wird dann am Nachmittag um 3 Uhr auch wieder gemacht. Ah, der Chef lässt hoffentlich. Es ist so eine Herzlichkeit hier, wenn man reinkommt. Hey, hey. Ja. Und das ist so, das völlig offen und, ja. Und alles ja, sehr angenehm und freundlich auch. Ja. Ein Traum, den ich habe, ist? Weitere Olympische Spiele können teilnehmen. Mein neuer Name auf Tinder ist... Er muss Müsse machen, er muss Müsse bringen. Unnötig. Gibt es nicht mehr, wird es nie mehr geben. Nein. Eine riesen Sache ist passiert, oder? Ja. In den Medien. Ja. Also wird es nicht mehr geben. Oh, die suchen, keine Chance mehr. Nach diesem Interview fühle ich mich... Erleichtert. Erleichtert. Hast du dir schlimmer vorgestellt? Nicht. Wie sieht die Tag vor Weihnachten aus? Bist du eine, die noch in die Läden springt? Nein, ich habe das Jahr schon Ende November all meine Weihnachtsgeschenke. Was schon? Schon gehabt, ja. In Schweden oder in der Schweiz? In der Schweiz. Mhm. Und habe dann gedacht, das ist super, ich werde jetzt einen ganzen relaxten Dezember haben, bis mir dann in den Sinn kommt, dass ich meine Prüfungen habe und eigentlich müsste ich lernen. Aber ja, ich... Was schenkst du? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Grosse Geschenke, kleine Geschenke? Was wünschst, du dir eigentlich? Was ich mir wünsche? Wieder gesund zu werden. Ganz schnell. Ja. Materiell bist du nicht? Nein. Also, Florian, merci vielmals, bist du da. Toi, 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 dass es mit dem Knäuel wieder klappt. Die Mannschaftskollegin, die hat umgefräst. Hast du mit der gemacht? Das war ein Unfall. Kann passieren. Also gut. Merci vielmals, bist du da. Toi, 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 natürlich zum Wiedereinsteigen in Linkshopping und dann für die Weltmeisterschaft im April. Und wer weiß, vielleicht sehen wir die mit der weiteren Medialede wieder. 200 Mann mit der Flora Schelling. Wer uns noch mehr möchte, sehen, sportalhd.com oder das App abladen auf allen Smartphones oder Tablets, der Sportal 360 Player. Schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch, bis gleich. Ciao. One on one.